Ja, ihr Lieben, hier ist wieder Claire und heute geht es um ein Thema, was ich oft gefragt werde. Was kann man mit Hausgeistern machen, wenn es ans Umziehen geht? Und das Ding ist, vielleicht sollten wir vorher auch nochmal über Hausgeister reden, weil viele werden dann sagen, naja, also das ist jetzt doch ein bisschen, ne? Sind wir hier in der Märchenstunde. Und das Wichtigste, was man bei dem Thema vorausschicken muss, ist, dass die Vorstellung von Hausgeistern oder auch von Gartenzwergen zum Beispiel, ich habe hier einen ganz süßen kleinen... Diese Vorstellungen sind im Endeffekt Bilder für Energien. Ja? Die Leute, die besonders feinfühlig waren, haben diese Dinge wahrgenommen. Und die Künstler oder auch diese Leute selber, wenn sie zeichnen konnten, haben der Sache ein Gesicht gegeben. Ja? Weil wir Menschen brauchen immer so ein bisschen was zum Anfassen. Wenn wir nur von Energien oder von Licht reden, ist das für uns zu schwammig. Wir haben eine Beziehung dazu, wenn es ein Bild kriegt. Ja? Und dadurch sind Bilder auch eine Form, ja, es zu vermitteln, darüber kommunizieren zu können, dass du anderen sagen kannst, was du erlebt hast. Ja? Und deshalb bei Hausgeistern bitte nicht wirklich an diese kleinen Wesen mit Hütchen und so weiter denken, die sind total süß, aber eigentlich geht es um Energien. Und auch wenn man nicht daran glaubt oder dazu keinen Draht hat, kennt zumindest jeder dieses Gefühl, man kommt nach Hause und fühlt sich wohl, wow, mein Zuhause, alles wunderbar. Oder man kommt nach Hause und hat das Gefühl, irgendwie, ich weiß nicht. Es ist nicht so warm, nicht so, die Stimmung stimmt einfach nicht. Ja? Wer dazu mehr lesen möchte, kann auch in meinem Buch über den magischen Hausputz noch ein paar Ideen finden, wie man zum Beispiel reinigen kann, was man alles tun kann, damit es zu Hause wieder stimmig ist. Ja, das ist ja auch sehr wichtig. Und die Hausgeister speziell, da gibt es auch rund um die Welt die unterschiedlichsten Namen. Ja, manche kennen die asiatischen Geisterhäuschen. Es gibt von russischen Kunden, weiß ich, über die Domovoi. Es gibt eigentlich überall diese Wesen, die zu Hause eben auch sind. Ja? Und das ist, manche Leute sagen dann, naja, das ist doch aber alles ausgedacht. Aber es ist einfach eine Sache der Ebenen. Ich habe das mal sehr schön von der isländischen Elfenbeauftragten gelesen. Die sind ja, wissen ja viele auch, dass praktisch dort, wenn dort ein großer Stein liegt, wo man eigentlich eine Straße bauen will, dass man dann erstmal guckt, na, was ist denn mit dem Stein los, damit die Straße dann hinterher nicht ständig kaputt geht, weil die Elfen verärgert sind. Kann man drüber schmunzeln, ja, aber die Leute haben ihre Erfahrungswert und wer schon mal in Island war, der weiß, die Natur dort hat eine gewisse Ausstrahlung, also das ist schon, da würde ich auch lieber in Harmonie mitleben wollen. Und diese isländische Elfenbeauftragte hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Sie hat das so gesagt, wie jeder ist auf seinem Kanal. Ja, wir Menschen sind in unserer Menschenwelt, die Geister sind in ihrer Geisterwelt. Und das ist wie beim Radio. Ja, die einen haben den einen Sender eingestellt und die anderen den anderen. Das sind verschiedene Ebenen. Und dann gibt es Leute, hüben wie drüben, die haben Antennen auch für die andere Welt. Ja, die können sich da irgendwie drauf einschwingen. Und dadurch nehmen sie das wahr. Ja. Ob man das nur hellsichtig nennt, das zweite Gesicht, wie auch immer, hellfühlend, man sieht nicht immer, man spürt manchmal Dinge auch, das sind dann mehr so Körperempfindungen und Wahrnehmen. Wärme, Kälte, das kennt auch fast jeder, dass man sich an manchen Orten instinktiv wohl oder unwohl fühlt. Das wird von anderen Leuten nicht unbedingt geteilt, das Gefühl, weil sie das vielleicht gar nicht so wahrnehmen und mitbekommen, aber man selber spürt es sehr deutlich. Ja, und da hat man wieder diese Überschneidung der Ebenen. Und vor einer Weile, das war ganz interessant, hatte ich das von einem russischen Schamanen identisch gelesen. Also es war schon Tschuktschisch, ja, ganz weit oben, das ist dann schon Asien im Grunde. Der hat genau dasselbe beschrieben wie die Isländerin, mit diesen verschiedenen Ebenen, die sich normalerweise nicht treffen. Und da dachte ich so, naja gut, die können unmöglich voneinander wissen. Das geht auch zeitlich, ist das überhaupt nicht passend. Und da macht man sich dann schon so seinen Gedanken, dass es einfach eine universelle Wahrnehmung ist. Ja, und im Grunde, wir versuchen es immer nur zu beschreiben. Das mit dem Radio ist ja auch nur ein Vergleich. Aber irgendwie muss man es halt in Worte fassen. Genauso wie halt die wahrgenommenen Energien in Bilder gepackt wurden, wie unseren kleinen Gartenzwerg hier und ähnliche Dinge, damit man es greifen kann und damit man mit anderen drüber reden kann. Ja? Ja, Hausgeister generell, wie lebt man auch gut mit ihnen? Und da kennen ja viele auch diese alten Sagen und Märchen und Legenden darüber, wie Leute ihre Hausgeister und damit auch den Segen, der auf ihrem Haus liegt, losgeworden sind, indem sie zu neugierig waren, ihnen hinterher spioniert haben und dann sind die zur Tür rausmarschiert und dann war es das mit dem Glück der Familie. Und diese Geschichten sind natürlich Legenden, Sagen und so weiter. Keine Frage. Trotzdem haben sie eine zweite Ebene. Da wurde Wissen weitergegeben, nämlich diese uralte Erkenntnis, und da waren unsere Vorfahren ja auch nicht anders als wir heute, dass manche Leute alles begründen müssen.
Die müssen für alles immer skeptisch, immer zweifelnd, na wer weiß. Ja? Und wenn man dann zu neugierig ist, dann entzaubert man die Dinge. Man muss so eine gewisse Ebene lassen, so ein bisschen Luft lassen sozusagen. Man kann nicht alles kontrollieren wollen, weil das mag die andere Seite nicht. Das hat auch was mit Respekt zu tun. Ja? Weil viele dann, das ist halt, die Leute waren ja früher auch nicht anders und sonst wären auch die Legenden nicht entstanden. Weil viele dann so sind, naja, was ich nicht sehen kann, was ich nicht anfassen kann, ich brauche dann einen Beweis. Ja, und dass diese Geschichten alt sind, zeigt, das Phänomen ist nicht so neu, wie wir heute denken. Auch früher waren nicht alle nur so wahnsinnig spirituell. Und ja, es ist eigentlich die uralte Erkenntnis, wenn man alles entzaubern will, braucht man sich nicht zu wundern, dass hinterher das Leben keinen Zauber mehr hat und grau in grau ist. Ja. Und daher gilt auch heute noch, dass man ja, sich nicht zu sehr auf die Pelle rückt. Es sind unterschiedliche Ebenen. Ja? Und trotzdem kann man miteinander kommunizieren. Und da ganz praktisch zum Beispiel kann man jeden Sonntag, der Herd ist so auch in ganz Europa, das geht bis nach Asien hin, ist der Herd so dieses Zentrum, wo man das macht. Und da könnt ihr zum Beispiel was Hübsches hinstellen. Ein paar Blümchen, Pralinen, Milch, Honig, was Herzhaftes. Ja? Ich sage manchmal scherzhaft alles, wo die Katze nicht rangeht. Das funktioniert ganz gut. Und das ruhig mal in der Nacht von Sonntag auf Montag stehen lassen. Und ich würde da auch gar nichts glauben. Ja, das ist heute immer ein bisschen extrem. Die einen sind so ganz dagegen. Das ist alles Hokuspokus. Die anderen sind so total, oh ja, Sternchen in den Augen, ole ole. Macht doch mal ein gesundes Mittelding. Schaut es euch an. Man darf ruhig mal zweifeln. Ich würde sagen, probiert es mal aus, 2-3 Monate bewusst und liebevoll mit den Hausgeistern umzugehen. Hypothetisch sozusagen, dass es sie gibt. Und schreibt euch mal vorher auf, wo ihr steht und dann schreibt, guckt hinterher nach 2-3 Monaten mal, wo ihr steht. Und vergleicht es einfach. Schaut euch an, gab es Inspiration? Hatte ich besonderes Glück in der Zeit? Nicht nur nach materiellen Dingen gucken, sondern vielleicht auch, ist mir irgendwie leichter ums Herz jetzt? Was hat sich verändert? Habe ich meine Wohnung hübscher eingerichtet? Hatte ich vielleicht auch im äußeren Dingen mehr Glück? Schaut euch das einfach mal an und gleicht es ab. Ja, weil ich persönlich halte immer wenig von Glauben. Das ist so, ja, das erlebe ich auch oft in der Praxis. Dann hat jeder so seine Theorie und jeder hat sein System und so muss es sein. Und wenn das Leben dann hinten und vorne nicht in das System passt, dann wird es irgendwie passend gemacht und dann ist man doch gar nicht mehr bei dem, was ist. Ja? Man muss immer auf das gucken, was ist. Ja, das wäre zum Beispiel eine Variante, wie ihr versuchen könnt, da so langsam ranzukommen. Ja, in die Küche, in die Nähe vom Herd. Wenn es da irgendwie nicht so gut passt, könnt ihr auch eine andere Ecke in der Küche nehmen. Das ist kein Ding, eine Ecke von einem Regal, all sowas, das geht wunderbar. Ja, zum Umzug jetzt nochmal, nachdem wir das noch ein bisschen beleuchtet haben. Es ist sehr höflich, wenn man den guten Geistern einen Gegenstand anbietet, zum Beispiel einen Kristall, ihr könnt eine Puppe nehmen, ihr könnt ein kleines Geisterhäuschen oder so ein Vogelhäuschen nehmen, wie auch immer. Und vor dem Umzug, am besten in einer der Geisterstunden am Tag, also sprich Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, die sind ja immer wechselnd, und Mitternacht und Mittag, da steckt es ja auch noch drin, also die Stunden von um 12 bis um 1 nachts und tags, könnt ihr nutzen, um einfach anzusagen, wir werden umziehen, bitte zieht in diesen Gegenstand ein und dann nehmen wir euch gerne mit. Das ist natürlich auch eine symbolische Sache. Ja, viele werden dann sagen, naja, aber wenn das Geister sind und die uns gut kennen, warum kommen die dann nicht einfach mit? Aber es ist auch eine Sache der Höflichkeit. Stellt euch das mal vor, ihr habt eine gute Freundin oder eine WG-Mitbewohnerin, die soll mit umziehen und kriegt einfach nichts davon gesagt und ihr seid weg und sie sagt so, ja und jetzt? Ja, das wäre einfach total unhöflich und deshalb ist es wichtig, dass man das auch ein bisschen offiziell regelt, ja, sozusagen. Und das ist gerade auch heutzutage wieder ein schönes Wissen und ein schöner Brauch, denn viele Leute müssen ja auch umziehen beruflich oft oder ja, sind anderweitig viel auf Achse, haben vielleicht auch so einen Zweitwohnsitz, was es alles gibt heutzutage, ist es ja alles ganz schön verrückt geworden und dann kann einem das helfen, dass man immer so dieses Gefühl von zu Hause mitnimmt. Ja, so dieses gute Gefühl, man kann das immer schwer in Worte fassen, aber jeder weiß, wie es sich anfühlt, wenn es passt. Und das kann man mitnehmen. Dann könnt ihr praktisch, egal wo ihr hinzieht, ihr habt die Wurzeln dabei und müsst sie bildlich gesprochen nur noch ausfahren, in den Boden senken und ihr seid da. Ja? Also
Da ist es einfach wichtig, dass man bewusst mit Energie umgeht. Es gibt eben auch diese Ebene und sie wird heutzutage oft vernachlässigt und dann wundern sich die Leute, warum sie sich entwurzelt fühlen, warum sie keinen Sinn im Leben sehen, warum das alles nicht passt. Ja, das Ganze, ja, nicht nur, was man anfassen kann. Und dafür hatten die Menschen schon immer einen Draht und ein Bewusstsein. Früher noch mehr, heute sind wir relativ weit weg von der Natur, da kann man sich auch relativ leicht rausziehen und in dieser Großstadtkapsel leben. Ja. Aber im Endeffekt, die Seele weiß, dass es mehr gibt und die Seele kann man da nicht betrügen. Ja, gut, das dazu, es ist ein weites Feld und manche, die zuschauen, haben ja auch Wurzeln in anderen Ländern. Wenn ihr da was dazu beitragen möchtet, dann ab in die Kommentare damit. Die Zeit mag verrückt sein, aber sie bildet uns halt auch den großen Vorteil, dass wir voneinander lernen können und miteinander lernen können und dass wir uns auch dem alten Wissen sehr unverstellt widmen können. Ja, also ich sag mal, vor Zeiten des Internets wäre so ein offener Austausch über diese Dinge ja gar nicht möglich gewesen. Ja, gut, das dazu ist es wie immer ein weites Feld. Es ist in einem Video ganz bestimmt nicht zu besprechen, aber ein paar wichtige Punkte kann man halt immer anreißen. Ja, das dazu und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.